Ja, ich hänge da auch gerade ein bisschen fest, muss ich sagen, weil ich denke mal gerade, also das klassische Teambuilding zum Beispiel, was wird das bringen, wenn sozusagen Menschen, die eigentlich nicht miteinander arbeiten, sich irgendwie gegenseitig vertrauen und gemeinsam in diese Richtung feilen, so wie du das jetzt gerade ein bisschen ausgeführt hast. Und ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich gut, sozusagen ein Zuhause zu haben, wo man sich wohlfühlt und was man vielleicht als stärkende Ressource sehen kann. Auf der anderen Seite, wenn das so ein minimaler Teil meiner Arbeit ist, wo ich einfach nur, also ich bin jede Woche, 5 Tage die Woche in meiner Schule und arbeite dort mit den Kindern und Jugendlichen und dann einmal im Monat fahre ich kurz einmal in die Zentrale oder wo auch immer das dann ist und dort treffe ich dann Leute, die je nachdem, also wenn, stell dir nochmal dazu vor, wenn das Team ein bisschen fluktuiert von den Teilnehmern her, dann triffst du dort alle 2 Monate irgendwelche neuen Personen, die du vorher noch nie gesehen hast. Und dann stellt sich eben diese Riesenfrage, okay, und wir wollen da jetzt alle gemeinsam Vertrauen aufbauen und uns austauschen. Also ich finde den Austausch ja noch das Spannendste, weil dort kann ich vielleicht gemeinsame, wie du das gemeint hast, ja, ähnliche Vorgehensweisen, sozusagen eine übergeordnete Struktur, wie sehen wir das Bild der Jugendlichen, die wir betreuen und solche Dinge ausarbeiten, die vielleicht wichtig sind, weil das über den Verein sozusagen wahrscheinlich gut ist, wenn das gleich gesehen wird, solche Sachen. Aber für mich würde sich wirklich die Frage stellen, was sollte ich, wenn ich jetzt dieser Teamleiter bin von diesem Team oder dieser Gruppe, was sollte ich dort besprechen in dieser Runde, was einen Mehrwert bringen wird, sowohl für den Verein als auch für die einzelnen Teilnehmer dieser Besprechung.